Ja, also hier ist das Auto. Okay. Wie gesagt, ist 15er Baujahr, ist ein Diesel, 180 Pferde und hat jetzt knapp 80.000 runter. Vorbesitzer waren zwei, ne? Ja, genau, also ich und noch einer. Warum wollen Sie ihn nur verscheuern? Ja, meine Freundin und ich, wir haben jetzt bald Nachwuchs und wir brauchen was Größeres. Da brauchst du mit so einem Coupé jetzt einfach nicht mehr ankommen. Ach, kalbt deine Freundin jetzt demnächst, oder was? Was? Sitzheizung war ja, ne? Ja, genau. Schon mal was ausgelaufen auf den Sitzen, oder was? Eigentlich nicht. Cola oder sowas? Nee, eigentlich nicht. Schon mal einen in die Hosen geschifft und einen reingesetzt? Nee, also nicht, dass ich wüsste. Während der Fahrt eingeschifft? Nein. Okay, schade. Unfall hatte ich auch nicht gehabt, ne? Nee, ist unfallfrei. Können wir mal im Motorraum gucken? Klar, gerne. Sieht jetzt wieder ganz gut aus, soweit. Ich hab den eigentlich immer gut gepflegt. Öl und sowas regelmäßig gewechselt, ne? Ja, immer von der Vertragswerkstatt, ne? Da hat garantiert auch keiner reingeschifft, ne? Wo? In den Ölbehälter? Genau. Nein. Wurde denn irgendwann schon mal getuned? Nee, also von mir nicht. Ja, tiefer gelegt, Spoiler foliert, sowas. Meinen Sie nicht, das würden Sie jetzt hier sehen, wenn da ein Spoiler dran wäre? Durch einen Zoll kam er auch immer. Zoll? Ja. Yeah. Sie meinen TÜV. TÜV oder Zoll vor Auto ist doch Latte, Sie wissen doch, was ich meine. Ja, der ist gerade durch einen TÜV vor dem Monat. Wurde der Motor irgendwann mal getauscht? Nö, alles original. Ja, weil nach 100.000 Kilometer kommt ja ganz gerne mal der Steuerriemen, Ketten, Muffen, Wasserhahn, ne? Da habe ich nämlich letztes Mal gerade noch einen Bericht zugelesen. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ja, scheinbar sind Sie Laie und haben da nicht so viel Ahnung von, ne? Und auch immer den richtigen Kraftstoff reingehauen, ne? Klar, immer diese. Kein Kerzenwachs oder sowas reingehauen. Nein. Da hat auch niemand reingeschifft, ne? Warum sollte das jemand machen? Ja, aus dem gleichen Grund, warum sich manche auch Butter unter die Nutella schmieren. Was? Ja, es gibt solche kranken Leute. Ich esse gerne Nutella und Butter auf dem Brot. Der wird mir schlecht, wenn ich das höre. Vielleicht würden Sie das ja essen, wenn jemand raufschifft. Wird? Satz Winterreifen werde ich auch noch liegen. Ja, und was wollen Sie für haben? Ja, so 18,7 wollte ich schon ganz gerne haben. 18,70 €, den nehme ich. Rechnen Sie das noch einmal 1000, dann haben Sie die richtige Zahl. 187.000 Euro? Mal 1000 habe ich gesagt. Ach so. 18,7 Millionen? Mann, 18.700, du Tönnes. Ach so. Meine Fresse. Lässt sich preislich denn noch was machen? Ja, was hatten Sie sich denn vorgestellt? Ja, so 18,70 €. Das ist ein Witz jetzt. So wie Butter unter der Nutella? Ja, was hatten Sie denn so gedacht? Wie gesagt, 18.700 so um den Dreh. Das ist mir ein bisschen zu viel. Ja, ich bin offen für andere Vorschläge. Ja, mal davon abgesehen, dass niemand Kerzenwachs in den Öltank gehauen hat, was gut ist, und niemand auf die Sitze geschifft hat, in den Kofferraum hat auch keiner einen reingesammelt, ne? Nein. Ja, das ist schlecht. Ich würde sagen, machen wir 19.000 glatt und dann ist gut. Ist Ihnen bewusst, dass ich versuche, Ihnen das Auto zu verkaufen und nicht andersrum? Okay, dann machen wir 19.5 und Sie sehen zu, dass noch einer einen reinsammelt und Kofferraum und dann ist das gut. Das soll ein Witz sein, oder? So wie Butter unter Nutella, oder was? Eher so wie ich, der Ihnen gleich die Fresse mit meinen Fäusten massiert. Aber vorher müsst ihr noch fix schiffen gehen. Könnte ich vielleicht auf Besitze? 18,7 Millionen?